Also das Wetter, liebe Fußballfreunde, ist auch nicht mehr das Wetter, was es mal war. Kann sich heute wieder überhaupt nicht entscheiden. Mal Sonne, mal ein bisschen Regen, dann ist es bedeckt. So soll das auch im Verlaufe dieser Partie immer weitergehen. Wir erwarten schon laut Wettervorhersage den ein oder anderen etwas heftigeren Schauer, soll aber dann wieder nachlassen und dementsprechend steht hier einem regulären Spielverlauf nichts im Wege. Wir sind heute wieder zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Auch wenn es um nicht viel geht, dieses Duell kann man sich immer anschauen. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Damit sind wir im Spiel. De Ligt. Müller. Der könnte durchkommen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Bei wem der wohl landet. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Müller. Giro Immobile mit der Chance. Harry Kane. Müller verliert den festen Stand. Hier spielt sich eine Menge auf den Flügeln ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schätze mal, Sie wollen im Zentrum die Räume öffnen, in die Sie dann hineinstoßen können. Ins Abseits gelaufen. Der geht weit. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Der Harry Kane himself, Harry Kane. Harry Kane. Müller. Das ist jetzt der Abschluss. Hauptsache erstmal entschärft. Schickes Zusammenspiel. Die Schuss, er bringt ihn. Oh, jetzt erstmal durchatmen. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Goretzka. Müller. Goretzka. Müller. Millimeter am Tor vorbei. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen mit Gewalt, aber sie finden nicht den Weg ins Tor. Kane.
Er probiert es mal mit dem Heber. Findet er ihn? Leon Goretzka, er versucht's. Der FC Bayern München geht hier in Führung. Sie haben den Ball erobert, sie haben Blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Da ist es, das erste Tor der Partie. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Was der für einen Druck auf der linken Seite entwickelt. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Rüber nach rechts. Bayern München liegt hier kurz vor der Pause in Führung. Das ist Goretzka. Goretzka, das könnte was werden. Den muss Riese, da ist es passiert. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fehlen die Worte. Einfach klasse. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Die Mannschaft, die hier vorne liegt, hat alles im Griff. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Flankenwechsel. Na, es hat schon die ganze Zeit ein wenig nach Regen ausgesehen und nun fängt es auch tatsächlich an. Wo ist denn seine Anspielstation? Pause, durchatmen. Was ist dein Eindruck von der ersten Halbzeit? Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn sie nachlegen, dann haben sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen sie aufpassen. Der Start in die zweite Hälfte. Isai. Es geht über die rechte Seite. Felipe Anderson, den hat er. Felipe Anderson. Und jetzt schießt er. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Thomas Müller mit der Chance. Harry Kane. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Romagnoli. Sie führen mit 2:0. Ein Selbstvertrauen dürfte es ihnen nicht mangeln. Physisch enorm präsent.
Konter setzt sich trotzdem durch. Ab auf die Flanke. Er hat den Ball kontrolliert. Gendouzi. Felipe Anderson mit der Torchance. Er serviert ihn. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Er hat noch nicht genug, er will noch mal nachlegen, aber jetzt sind sie natürlich endgültig auf ihn aufmerksam geworden. Immobile gewinnt den Ball für sein Team zurück. De Ligt. Ab auf die Außen. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Ciro Immobile mit der Chance. Hier ist Müller. Spielt ab. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Immobile. Kommt er den? Lazio spielt einfach ideenlos im Moment und die Pässe kommen nicht an. Und so macht man es der Hintermannschaft richtig leicht. Und das Ding abgefangen. Immobile. Kommt der an? Goretzka. Goretzka macht das Spiel gut breit. Davis gibt auf der linken Flanke. Freistoß, FC Bayern. Tonschmerz auch bei uns beiden hier oben. Also das hat wehgetan. Ich gucke die besorgten Gesichter der Spieler und kann sie ziemlich gut verstehen. Mit der Brechstange. Und das war's. Aus und vorbei. Eine volle Vorstellung. Ein voller Sieg der Mannschaft heute. Darauf lässt sich aufbauen. Hansi, komm, deine Einschätzung.